Zuschauer, hier ist die neue Generation Comedy. Begrüßen Sie Maxi Stettenbauer. Danke sehr. Dankeschön. Herzlichen Dank, Bingen. Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend. Hallo, hallo. Guten Abend. Das ist geil. Das finde ich super heute Abend hier, wirklich. Ich stelle mich kurz vor für viele Menschen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Maxi Stettenbauer. Das ist tatsächlich die Kurzform. Ja? Mein kompletter Name ist Maximilian Ronald Alfons. Schon die Reaktion am Anfang. Immer so, oh, die arme Sau. Maximilian Ronald Alfons Stettenbauer, genau. Und ich habe tatsächlich meine Mutter gefragt, wieso heiße ich so? Und sie hat mir das so erklärt, Maximilian wegen König von Bayern, ich komme aus Niederbayern, König von Bayern, Ronald, weil dein Vater so heißt und Alfons, weil wir nicht wollen, dass du glücklich wirst. Da war ich natürlich in der Schule der Arsch, als rauskam, dass ich Alfons im Namen habe, ja. Da kamen die alle zu mir so, ja, Alfons, ist ja voll der Kackname. Habe ich gesagt, ja, stimmt, hast recht, Kevin. Aber ich liebe meine Eltern, die sind großartig. Meine Mama hatte vor 2 Wochen Geburtstag, ist mir heute eingefallen. Und das ist der Hammer, Leute. Die liest gerade 50 Shades of Grey. Oh, ey, ich komme nach Hause, ja? Ich komme nach Hause und ich sehe das Buch bei ihr so auf dem Tisch liegen. Und ich frage sie so, hey Mama, wie findest du 50 Shades of Grey? Und in meinem Kopf frage ich mich selber, wieso will ich das wissen? Will ich nie wieder schlafen? Dann frage ich sie, wie findest du 50 Shades of Grey? Und sie sagt einfach, oh ja, langweilig. Da wurde mir erst mal klar, was ich für einen krassen Vater habe. Wenn deine Mama dir sagt, dass sie ein Buch über Sadomaso langweilig findet, dann siehst du die Inneneinrichtung mit ganz anderen Augen. Ja, du bist so Wahnsinn. Mein Vater, der hat jetzt auch ein neues Handy bekommen, ne? Mein altes. Weil der braucht einfach ein neues. Der braucht ein neues. Weil der hatte vorher so ein uraltes, kleines, blaues Siemens-Handy. Ja? Haben das vielleicht, haben Sie es auch, haben Sie es dabei vielleicht? Haben Sie nicht dabei? Sie sind professioneller Zuschauer. Sie haben Ihr Handy nicht im Studio dabei. Herz Applaus für den Herrn hier. Der hat mitgedacht. Vielen Dank. Sehr gut. Aber es ist so geil. Mein Vater hatte das auch die ganze Zeit, ja. Und mit dem Kaiser Wilhelm irgendwie noch Briefe verschickt hat, so halt, ja. Und ich habe dem jetzt so ein Samsung Galaxy geschenkt, so eins mit Touchscreen, okay? Und ich habe ihm das gegeben und ich habe seitdem nie wieder was von dem gehört, weil seine Finger sind einfach zu dick, ja? Das heißt, er will eine SMS schreiben, eine WhatsApp, aber sein Daumen ist so, der trifft alle Tasten auf komplett. Wenn ich dem schreibe, kommt bei WhatsApp, steht er erstmal eine halbe Stunde lang, schreibt. Ja? Und dann, weil er immer so viele Tasten gleichzeitig drückt, kommt dann irgendwie immer so die ganze Zeit so fn, 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 fn. Ja, und dann hat er noch Autokorrektur angeschaltet, ja. Das heißt, es kommen nur Wörter, Stuhl, Erde, Blume. Und ich so, what, was hat er denn? Ist unglaublich. Du kannst Eltern mit der Technik nicht alleine lassen. Ist unglaublich. Du guckst einmal nicht hin, schon sind die online. Dann surfen die wieder rum, dann laden die wieder irgendwas runter, dann hast du wieder einen Penis auf dem Display. Weißt du, das ist nur Stress. Mein Großer, der wird jetzt 65, er macht mich wahnsinnig, ehrlich, es ist unglaublich.
ist unglaublich. Aber wenn er dich einmal anlächelt, kriegst du alles wieder zurück. Ich war ein relativer Spätzünder, was Frauen angeht. Ich war sehr ungeschickt bei Dates. War nicht gut. Ich war mal auf einem Date, ja. Und sie auch. Und wir waren draußen, ja. Und es war sehr kalt. Das komplette Gegenteil von hier drinnen, ja. Es war sehr kalt draußen. Und sie trug ein wunderschönes Kleid. Ganz toll, ja. Und ich hatte so eine schöne, warme Winterjacke an, ja. Wir stehen draußen in der Kälte und sie so, oh, mir ist so kalt. Und ich einfach so, ja. Mir nicht, also. Dann saßen wir drin im Restaurant und dann hat sie mir eine Frage gestellt, die kriegt jeder Brillenträger immer ab. Sie hat mich gefragt, hey, darf ich mal deine Brille aufsetzen? Das ist eine typische Frage, die Brillenträger kriegen. Als ob das für mich ein Hobby ist. Aber, weil ich nett bin, mache ich es natürlich trotzdem. Sie so, oh, darf ich mal deine Brille aufsetzen? Und ich so, ja, hier. Und jeder Brillenträger kennt das, es ist immer das Gleiche. Die setzt dann meine Brille auf und dann, wow, die ist ja voll stark. Wie kannst du damit sehen? Unfassbar. Die rechnet nicht damit, dass meine Brille funktioniert. Und dann hat die meine Brille auf und dann fragt die mich, wie sehe ich aus? Ich sitze ihr gegenüber. Geil. Aber so ist das. Ist unfassbar. Bin neulich durch die Stadt gegangen. Ich höre laufen so Sachen. Ich bin neulich durch die Stadt gegangen und ich habe ein Pärchen gesehen. Und sie und er, der Mann, fragt sie, komm, ich mache ein Selfie von dir. Hä? Unfassbar. Jetzt mal so rein von der wie mache ich ein Selfie von dir? Jetzt stelle ich mich so hin und duck mich dann irgendwie. Da werde ich wahnsinnig bei sowas. Ich wollte schon zu dem Mädchen hingehen und es warnen. Lauf weg! Der ist dumm! Ihr macht dumme Kinder, die sich gegenseitig heiraten werden. Lauf weg! Dann sagt sie, ja komm, mach doch ein Selfie von mir. Und mittlerweile ist es ja so, dass alle Selfies, alle Fotos werden ja auf Instagram hochgeladen. Instagram Begriff, mal kurz Hand heben für einige Leute hier vielleicht. Wer ist auf Instagram? Kurz, ja, bist du bei? Ja, Instagram, hier ein paar Leute. Für alle, die das nicht kennen, das ist wie Facebook, nur für Bilder. Man lädt da nur Bilder von sich selber hoch. Und Instagram ist das beliebteste soziale Netzwerk bei einigen Leuten. Und es ist unglaublich, wie viele Leute da drauf sind. Und ich benutze das auch, aber das ist mittlerweile ein riesen Werbekatalog geworden. Ganz viele Unternehmen machen Werbung auf Instagram bei der am leichtesten beeinflussbaren Zielgruppe. Ja? Es ist mittlerweile wie ein Hochglanzmagazin. Und ich habe kein Problem damit, wenn da so normale Leute wie wir beide sind, habe ich kein Problem damit. Ja? Mir gehen diese ganzen Topmodels auf den Sack, die ihre Fotos hochladen mit Bildbearbeitung, Fotoshooting, perfekter Beleuchtung. Ja? Und diese Fotos dann hochladen, aber so tun, als wären das ganz normale Fotos. Ja, mei, ich schau halt geil aus. Was willst du denn da machen? Es ist ein ganz natürliches Foto. Ganz natürliches Foto, wie ich hier an so einer Palme lehne. Ist ganz normal.
Mache ich immer. Ich habe es im Rücken, ich brauche eine Palme. Das ist ganz normal. Ich war beim Physio, der hat gesagt, Frau Müller, das ist der vierte Wirbel, da brauchen Sie eine Palme. Brauchen Sie eine Palme, ist ganz wichtig. Und dann lehnen die da. Und dann lehnen die da ganz natürlich an dieser Palme und räkeln sich. Und zufälligerweise sieht man das Logo vom Bikini ganz natürlich. Und die Sonne strahlt ganz natürlich gefotoshoppt ins Gesicht. Im Hintergrund geht auch noch eine unter. Aber vorne hat sie auch noch eine. Und es ist ganz natürlich, dass hinten aus dem Ozean noch so ein Delfin rausspringt, ja, der mit der Flosse so in die Kamera macht. Dann haben die noch einen Werbedeal abgeschlossen. Dann hat der Delfin noch so ein Adidas-Stirnband obendrauf, ja. Und dann schreiben die ganz verlogen drunter, Hashtag, ich genieße einfach den Tag. Und ich so, halt die Fresse. Das ist nicht gut. Weil diese, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ich finde, das wird in der Berichterstattung noch überhaupt noch gar nicht behandelt, diese technischen Unternehmen, Apple, Amazon, das sind Firmen, die haben die Macht von Regierungen, von politisch gewählten Regierungen, so mächtig sind die. Und es ist nicht gut für uns, wenn wir Perfektion als normal verkaufen. Das ist nicht gut. Ja? Laut Umfragen, die ich mir ausdenke, fühlen sich 180%, nicht 180, aber wir können doch hier ehrlich sein, die meisten Frauen empfinden sich vorm Spiegel als unzulänglich. Die meisten Frauen finden sich hässlich. Jetzt meine Frage, wenn sich die meisten Frauen als hässlich empfinden, sind die meisten Frauen dann hässlich oder lernen wir die falschen Dinge? Das ist die Frage. Weil ich, verstehe mich nicht falsch, ich hab überhaupt gar kein Problem damit, wenn einer auf Facebook oder Instagram, bin ich auch, habe ich überhaupt gar kein Problem damit, ja. Aber hier geht es nicht mehr um Information teilen. Hier geht es darum, dass eine Industrie ein Schönheitsideal etablieren will, was jenseits von Gut und Böse ist, um einen Minderwertigkeitskomplex beim Publikum, euch, mir, auszulösen, damit wir diese scheiß Produkte kaufen. Wenn ich dir Schminke verkaufen will, ja, muss ich dir erstmal einreden, dass du hässlich bist. Und dann müsste ich lügen. Und das will ich nicht. Und das will ich nicht. Weil ich habe neulich wieder Germany's Next Topmodel gesehen. Aus Versehen. So. Und Heidi Klum ist wieder komplett abgegangen. Oh, oh mein Gott, wir haben heute zum allerersten Mal in unserer Sendung Curvy Models. Für alle, die das jetzt nicht kennen, Curvy Models. Neuer Begriff aus der Modebranche. Curvy Models, das sind Frauen mit Fleisch. Fleisch, verstehst du? Fleisch, hier, hier. Ja, Curvy Models oder wie der intelligente Mensch sagt, Frauen. Ja, oder Menschen halt, Menschen. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo rumlaufen sehen hier. Aber Heidi Klum hat es angekündigt, als hätte sie eine neue Dönersorte entdeckt, weißt du? Oh mein Gott, nach Lamm und Hähnchen, jetzt Curvy, oh mein Gott. Und im Hintergrund sitzen diese beiden nutzlosen Bastarde, für die sich keine Sau interessiert und feiern sich für ihre Schandluder, ja? Yeah, yeah, oh ja, wir laden endlich mal dicke Frauen ein. Das tut, ja, wir sind so ganz toll, ja, ja. Jetzt kommt der Hammer. Heidi Klum kündigt an, oh, und hier ist unser Curvy-Model. Und dann geht der Vorhang auf und es kommt raus, eine völlig normale Frau. Die war wunderschön. Ich war so enttäuscht. Meine drei Katzen standen vor dem Fernseher, alle so. Die ist nicht dick. Die ist nicht dick. Die haben da irgendwas falsch verstanden. Die ist nicht dick. Findest du, ich habe was ganz anderes erwartet. Und ich so, ja, ich habe auch was ganz anderes erwartet gerade. Deswegen, das ist nicht gut.
ist einfach nicht okay. Aber hey, so ist es manchmal. Ich glaube, das gehört mit 30 so dazu, dass man mit solchen Sachen umgeht und weiß, was man da tut. Das Leben schert sich nicht, was dein Plan ist. Das Leben wirft dich in Situationen und du musst dann gucken, holy shit, was mache ich jetzt? Ich war neulich mit dem Auto unterwegs auf der Landstraße, ja? Und auf einmal rennt mir ein Reh mit einem Affenzahn mir in die Fahrspur. Und ich frage mich immer, wo muss ein Reh so schnell hin? Läuft das Reh irgendwie durch den Wald und denkt sich, der Herd. Und läuft wieder zurück. So, Bingen, ihr kennt euch aus. Was ist die Ansage bei Wildwechsel? Was muss man machen als Autofahrer? Was haben Sie gesagt? Licht aus. Kann es sein, dass Sie in Bingen die Liste anführen für die meisten getöteten Rehe? Kann es irgendwie sein? Licht aus. Das habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Licht aus. Schatz, da ist ein Reh. Mach's Licht aus. Wir schleichen uns an, damit es uns nicht sieht. Wir überfahren es heimlich von hinten. Wir machen einfach das Licht aus. Bei einem Auffahrunfall machen Sie einfach die Scheinwerfer aus und dann ist, passiert nichts. Draufhalten, oder? Ja. Nicht bremsen, das ist die richtige Antwort. Also so zumindest habe ich in der Fahrschule gelernt. Ich weiß nicht, was für Massaker ihr in Bingen veranstaltet. Jetzt fahre ich einen Opel Corsa. Das heißt, es stehen zwei Leben auf dem Spiel. Mit einem Opel Corsa fährst du nicht einfach ein Reh um. Nein. Bei einem Opel Corsa bleibt das Reh stehen. Und denkt sich, wirklich? Oh, bist du ein großer Junge, du! Das war wirklich so krass. Das Reh kam, ich spiele das mal kurz vor, das Reh kam wirklich aus dem Wald. Es war so schlimm. So, jetzt ist es so. Ich bin Feigling. Da können Sie das ja sehen. Ich sehe das Reh und ich mache die Augen zu und guck weg. Ja. Die Distanz war zu kurz. Hinter mir im Rückspiegel sehe ich keinen. Also drücke ich auf die Bremse, aber die Distanz war zu kurz. Und ich so, nein! Du. Ach du Scheiße. Ich habe noch nie ein Leben zerstört. Fliegen zählen nicht. Und ich war völlig überfordert. Und deswegen habe ich das einzig Richtige getan, was man als 30-jähriger Mann in dem Moment tun kann. Ich habe meine Mama angerufen. Aber wirklich verheult. Es ist halt so. Aber auch wirklich verheult. So, Mama! Ich habe ein Reh überfahren. Und meine Mutter so ganz ruhig, bei einem Wildunfall, das Allerwichtigste, geht es allen Beteiligten gut, außer dem Reh. Und den Förster anrufen, ja? Habe ich den Förster angerufen, habe gesagt, Digga, bitte, komm, bitte, hilf mir, ich habe ein Reh überfahren. Und er so, kein Problem, ich bin sofort da. Ich leg auf, in dem Moment vor der Motorhaube, das Reh. Und ich so, ha! Und das Reh so, so ein scheiß Corsa schaffe ich immer. Nichts passiert. Unfassbar. Jetzt musste ich tatsächlich ein neues Auto organisieren. Und das Auto, was wir momentan haben, das hat ein dynamisches Navigationssystem. Ne? Das ist, du bist auf der Autobahn und das Navi berechnet die Route vor dir, wo irgendwo Stau ist, und dann leitet dich das Navi um, damit du noch einigermaßen pünktlich zum Auftrittsort kommst. Aber eigentlich sollte dieses Feature heißen, I can show you the world. Denn mit dieser Funktion war ich schon in Gegenden,
wo sogar Christoph Kolumbus gesagt hätte, fuck, lass das bitte nicht Indien sein. Ich bin auf der Autobahn. Das Navi sagt zu mir, Route wird neu berechnet. Und ganz leise im Hintergrund höre ich. Und dann komme ich immer durch irgendwelche Käfer, wo an der Hauptstraße immer so ein Typ in der Latzhose steht. Das allerbeste Feature an dem neuen Auto ist aber, das hat einen sogenannten Parkpiloten. Und der Parkpilot ist sensationell. Für Menschen, die nicht einparken können. Ich kann nicht einparken. Ich erkläre euch mal, wie ich einparke, wie schlecht ich bin, okay? Hier ist die Lücke und ich fahre an der Lücke vorbei und suche eine neue. So parke ich ein, okay? Suche ich eine neue Lücke in der Größe von Krefeld, ja, in die ich dann vorwärts schief einparken kann. So parke ich ein. Es kam sogar schon mal vor, dass ich das Auto vor unserer Wohnung in Köln stehen lasse. Ich meine Freundin anrufe, dass sie das Auto für mich einparkt. Während ich durch die Straßen ziehe und Zeugen töte. Ja, ich bin einfach auf sie angewiesen. Sie ist halt echt klüger als ich. Die stellt mir Fragen, die sind so kreativ und so gut. Meine Freundin fragt mich neulich, Schatz, wirklich so geil, fragt die mich einfach so aus dem Nix, Schatz, wenn man Schafe schert, erkälten die sich? Und so eine Frage, die geht in mein Gehirn und mein Gesicht sofort. Dann stelle ich mich raus auf den Balkon und muss erstmal durchlüften. Guck zum Nachbarn rüber so. Und mein Nachbar so, stellt Eva wieder komische Fragen? Und ich so. Ich bin halt so ein ehrgeiziger Typ, ich will halt dann die Antwort auf diese Frage wissen. Ich google dann wochenlang. Bin dann auf so komischen Internetforen wie www.schafliebhaber.de. Dann antwortet da als erstes Erdogan 69. So macht man einen Erdogan-Witz ohne Klage. Okay, so. Ja, danke sehr. Sehr freundlich. Danke sehr, Bing. Geniale Fragen. Die sind so kreativ. Neulich, wir sitzen im Auto, ich fahre, sie sitzt daneben, guckt raus, sieht einen Schwarm Vögel und sagt dann zu mir, Schatz, glaubst du, Vögel planen was? Ich am Steuer. Mach's Fenster auf, guck raus, hoch zum LKW-Fahrer, stellt Eva wieder komische Fragen. Und ich so, ja. Wie kommst du darauf, dass Vögel was planen? Dann sagt sie, die geniale Beobachtung, ja, die sind immer in Gruppen unterwegs. Ich so, what? Glaubst du wirklich, zwei Amseln sind nebeneinander in der Luft so? Hey, psst, komm her. Ich will was planen. Die Lage in Kairo stabilisiert sich wieder. Dann müssen wir wohl die Ölpreise anheben. Ich telefoniere mit den Eichhörnchen. Achtung, Kühlschrank. Ah, die Drohnen, sie sind überall.
Die beste Frage, die mir meine Freundin aber mal gestellt hat, die mich komplett schachmatt gesetzt hat, war folgende. Schatz, hat ein Flugzeug eine Hupe? Und hier ist das Ding, ja, ein Flugzeug hat eine Hupe, aber nicht für die Luft. So dumm bin ich nämlich. Ich dachte erst wirklich, dass ein Pilot auf Reisehöhe hupen muss. Ich dachte wirklich, ein Pilot muss so machen, so miep, miep. Siehst du dieses dumme Arschloch da vorne? Siehst du das? Ey, man darf hier 900 fliegen. 9, eher 500 auf der Mittelspur. Diese Drecksau. Ey, seit Rom habe ich diesen Penner vor mir. Ist ja furchtbar. Miep, miep, flieg doch einfach. Ich will jetzt sehen, wie der aussieht. Ich überfliege den jetzt. Ich will das sehen. Ich will, mit Pilot mit Hut. Mit Hut, weißt du? Ewig lang. Die mit Hut, das sind die gefährlichsten. Der wahre Grund, ist kein Scheiß jetzt, der wahre Grund, warum ein Flugzeug eine Hupe hat, ist, damit das Flugzeug sich gegenüber dem Bodenpersonal auf sich aufmerksam machen kann. Wie bekifft muss das Bodenpersonal sein, damit ein Flugzeug auf sich aufmerksam machen muss? Läuft da der Lotse so übers Rollfeld? Wo ist es? Miep, miep. Da habe ich wohl. Da habe ich wohl den Jumbojet vom Scheich übersehen. Aber es ist unglaublich. Ich interessiere mich so für Unternehmen und die Politik dahinter und was auch die Menschen damit machen. Ist kein Witz, was ich Ihnen jetzt erzähle. Wussten Sie, haben Sie den Typen mitbekommen, der Red Bull verklagt hat, weil Red Bull keine Flügel verleiht? Wie viele Dosen hat der gesoffen, bis der mal dachte, nö. Hat der sich 80 Dosen gekauft, auf den Balkon gestellt, abflugbereit? Und dann sagt er so, nee, habe jetzt 80 Dosen gesoffen. Mein Blutdruck ist 170:2. Ich kack im Strahl. Mit Ryanair wäre ich schon längst da, aber mit Red Bull dauert es ewig. So, und jetzt kommt der Hammer. Der hat geklagt und gewonnen. 12 Millionen US-Dollar. Ist das in Amerika? Klar, in Amerika. In Deutschland, glaube ich, könntest du eine Firma nicht so verklagen. Das wüsste ich. Alter, ich würde da sofort bei Kellogg's anrufen und sagen so, hey, das macht ja gar nicht den Tiger aus mir. Und ich glaube, das gehört zum Erwachsenwerden einfach dazu. Glaub nicht jeden Scheiß, der auf der Verpackung steht. Eine Packung Miracoli reicht für zwei Personen. Hey, Bingen, vielen herzlichen Dank, dass ihr bei mir wart. Es war ein toller Abend. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke sehr. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Und hoffentlich bis bald. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Vielen Dank. Danke.